Guten Morgen, ich freue mich, Sie begrüßen zu können zur 13. Vorlesung in unserer Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir werden uns heute vor allem mit digitalen Technologien befassen. Das ist unsere vorletzte inhaltliche Sitzung, wo Sie noch weitere Inhaltsbereiche kennenlernen werden. Und dann in der darauf folgenden Sitzung werden wir unsere Wiederholung machen, was eine sehr informell strukturierte Veranstaltung sein wird. Wir werden vorher ein Formular herumschicken, ein Online-Formular, wo Sie zu den jeweiligen Vorlesungen Fragen stellen können. Und dann werden wir einfach die Fragen auch gemeinsam auch beantworten. Genau, aber da sind wir noch nicht, sondern noch bei weiterem inhaltlichen Input. Zwei sehr spannende Themen heute, digitale Technologien und in der nächsten Woche Online-Lehre. In gewisser Weise, wie auch viele von Ihnen es in ihren Reading-Reactions geschrieben haben, gerade aufgrund der Corona-Pandemie sind wir ja alle auch mehr oder weniger gezwungen, die digitale Lehre und die Online-Modalität wirklich auch anzunehmen, um da auch eigene Erfahrungen auch zu machen. Heute werden Sie da schon einige Theorien pädagogisch-psychologischer Art hören über Schwierigkeiten und Möglichkeiten, dies positiv zu gestalten. Und in der nächsten Woche werden Sie da auch noch weiterführend explizit für Online-Lehre auch noch mehr hören. In der vergangenen Woche haben wir uns vor allem Unterrichtsqualität angeschaut, da verschiedene Faktoren, wie man Unterrichtsqualität sich genauer betrachten kann, Sichtstruktur, Tiefenstruktur, die unterschieden wird. Dabei vor allem haben wir uns angeschaut, welche der Faktoren einen größeren Einfluss haben, was bei der Tiefenstruktur so zu sehen ist, dass die einen größeren Einfluss auf Lernerfolge besitzt. Dann haben wir uns angeschaut, die Merkmale von tiefen Strukturen, kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung und Klassenführung. Wichtig dabei, kognitive Aktivierung ist wirklich ein vielschichtiges Konzept, wo Sie nicht nur Wissensabruf haben, sondern auch eine Vielzahl an anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Sie Ihre Lernenden besser kognitiv auch aktivieren können. Und bei der konstruktiven Unterstützung haben wir auch vor allem gesehen, dass die auf eine Förderung vom eigenständigen Lernen abzielt und dass dies quasi so auch mit eines der Ziele von konstruktiver Unterstützung auch darstellt. Wichtig dabei ist es, dass wir auch die soziale und emotionale Komponente auch dabei betrachtet haben, um auch gute Möglichkeiten zu schaffen, dass sie ihre Lernenden konstruktiv unterstützen können. Genau, wenn wir zu unserem Leaderboard kommen, sehen wir, der Großteil von Ihnen hat auch schon die Millionen Punkte erreicht. Sie sind auch da wirklich alle auch schon sehr gut auf einem positiven Weg, den Teilnahmeschein auch zu erwerben. Wenn Ihnen noch Punkte fehlen, würde ich Ihnen sehr stark empfehlen, unsere Kristallkugelfunktion auch zu verwenden, um sich den finalen Weg durch unseren Kurs noch genauer zu planen, dass Sie halt genau wissen, okay, hey, brauche ich noch einen Blog, will ich vielleicht noch einen Podcast machen oder ein Erklärvideo. Sie haben jetzt auch noch zwei Quizze und eine Reading Reaction, die Sie theoretisch machen können, eine Mindmap, auch sehr zu empfehlen, auch zur Klausurvorbereitung. Also es gibt noch viele, viele Punkte zu vergeben und ich bin auch da optimistisch, dass diejenigen von Ihnen, die auch vielleicht schon etwas im Verlauf des Semesters gemacht haben, die verbleibenden Punkte zur Million auch sehr gut erwerben werden. Zur Klausur, das ist ein gutes Stichwort. Weitere Informationen, teilweise wurden die auch schon vor einer Woche genannt. Also Klausur findet am 15.02. statt von 8 bis 10 Uhr gesplittet nach den jeweiligen Modulteilen. Sie können sich
je nachdem, in welcher Studien, nach welcher Studienordnung Sie studieren und welche Modulteile Sie benötigen, können Sie dies dann in der Klausuranmeldung auch angeben. Wir werden Sie dann, nachdem Sie sich angemeldet haben, über den Anmelde-Link können Sie dann das Formular ausfüllen, um sich da anzumelden. Das ist wichtig, dass Sie quasi da die Anmeldung auch bis zum 10. Februar dann absolvieren, damit wir quasi Sie in den ILIAS-Kurs hinzufügen können. Also bitte mit dem Anmelde-Ding, was Sie in den Folien sehen, wenn Sie sich die Folien auch herunterladen, eintragen. Was auch dabei wichtig ist, bitte sich nur einmal für die Klausur anmelden. In den vergangenen Jahren war es auch teilweise so, dass manche Studierenden sich nicht sicher waren, ob sie sich schon für die Klausur angemeldet haben und sich dann irgendwie zwei- oder dreimal angemeldet haben. Und das ist dann immer etwas zeitaufwendiger für uns, dass man sie dann nochmal herausfiltert. Aber genau, das, da würden wir Sie auf jeden Fall bitten, dies dann auch zu machen. Genau, die Klausur findet via ILIAS statt, also quasi ähnlich zu den Quizzen. Und vom Format her ist es 7 Multiple-Choice-Fragen hier für unsere Vorlesung mit jeweils 4 Unterpunkten, mit jeweils 4 Unterfragen, also real gesehen halt 7 mal 4 Fragen. Wir haben auch eine Probeklausur, die wir Ihnen anbieten, damit Sie auch noch etwas genauer sich anschauen können, wie die Klausur gestaltet wird. Können wir Ihnen auch nur empfehlen, diese Probeklausur auch zu absolvieren. Die wird freigeschaltet am 31. und ist dann bis zum 14. für Sie verfügbar. Prinzipiell haben wir auch ein Dokument mit allen Hilfestellungen oder auch mit möglichen Fragen, die Sie vielleicht haben, die wir Ihnen in diesem Dokument beantworten. Also wo finden Sie den Kurs, was sind Modalitäten und so weiter. Dieses Dokument mit den Hinweisen zur Modulklausur, das ist auf ILIAS. Okay, wenn Sie Fragen haben, das auch bitte in den Chat gerne stellen. Wissen Sie, ob es Absicht ist, dass Sie bei der empirischen Bildungsforschung nur 15 statt 30 Minuten Zeit haben? Genau, das wurde so von Herrn Ulrich Trautwein entschieden. Die Frage dann bitte an ihn stellen. Also wir sind quasi in unserem Dreier-Team für unsere jeweiligen Vorlesungs- bzw. Modulteile verantwortlich und können diese dann halt auch frei gestalten. Ich glaube auch bei Frau Golle, da haben Sie, glaube ich, 5 Antwortmöglichkeiten für jede Frage, aber wie gesagt, das bitte, das auch sehr unverbindlich. Ich weiß nicht, wie deren Klausurteile genau aussehen werden. Ich weiß nur, wie meine eigenen Klausurteile aussehen werden. Ich weiß zwar noch nicht, welche Fragen ich stellen werde, weil ich die Klausur auch noch nicht kreiert habe, aber bei Fragen zu den anderen Veranstaltungen bitte die jeweiligen Dozierenden fragen. Aber wichtig, auch wenn Sie quasi an unseren 3 Veranstaltungen teilnehmen wollen, bitte nur einmal über dieses Formular sich für die Prüfung anmelden. Okay, wir zeigen auch diese Klausurfolien jetzt auch in den nächsten Wochen und da können Sie auch noch gerne weiterhin auch Fragen stellen. Auch gerne, wenn Sie die Veranstaltung auf YouTube verfolgen, können Sie auch gerne die Fragen in die YouTube-Kommentare auch schreiben. Dann werden wir halt da auch in der darauffolgenden Vorlesung dann eingehen oder Sie können das auch auf Piazza auch sehr gerne dann
Fragen stellen. Aber ich würde es Ihnen auch wirklich empfehlen, quasi unser Klausurinformationsdokument auf Ilias sich anzuschauen. Alright, so viel zum Organisatorischen. Jetzt starten wir mit unserer Veranstaltung zur Lehre mit digitalen Medien. Prinzipiell, was wir uns da auch genauer anschauen, was versteht man unter dem Medienbegriff, was für Befunde haben wir und wie kann man mit digitalen Medien lernen. Das ist so der grundlegende Plan von unserer heutigen Sitzung. Prinzipiell, wenn wir uns Lernen mit Medien anschauen, Medien sind wirklich auch sind in erster Linie als kognitive und auf als anderer Linie als kommunikative Mittel zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Informationen zu sehen. Allgemein unter dem Medienbegriff können Sie vielleicht meinen, dass wir sofort digitale Medien wie Computer, wie das Internet oder internetbasierte Inhalte sehen. Aber allgemein gesehen ist der Medienbegriff auch sehr grob definierbar, sodass auch ältere Medien wie eine Tafel oder wie Bücher ebenfalls als Medium auch bezeichnet und auch gesehen werden können, da diese ebenfalls zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Informationen auch dienen können. Dabei ist es wirklich auch wichtig, die verschiedenen Träger von den Informationen auch wirklich zu betrachten, also Bilder, Texte, Klänge. Es gibt wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Medienträgern. Wenn wir uns das Lernen mit Medien genauer anschauen, dann ist es auch wichtig, dass wir uns anschauen, okay, in welcher Weise können Medien als kognitive Werkzeuge verwendet werden und was für Einsatzbereiche können damit vorliegen. Diese Einsatzbereiche können sehr vielschichtig gestaltet werden. Sie können zur Information und zur Präsentation dienen, was Sie auch vielleicht so als Haupteinsatzzweck Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie etwas mit dem Medienbegriff direkt assoziieren. Dann können Medien auch eingesetzt werden, um Lernaufgaben zu gestalten, oder sie können auch ein Werkzeug und Arbeitsmittel auch darstellen. Andere Faktoren sind auch, dass Medien zur Lernberatung und zur Kommunikation eingesetzt werden oder auch zum Prüfen und Beurteilen von Lernerfolgen. Dabei ist es vor allem wichtig, dass man drei verschiedene Perspektiven differenziert, die das Verständnis vom Lernen mit Medien auch nochmal auf eine unterschiedliche Art und Weise betonen. Dabei haben wir die Perspektiven von Medien als Präsentationsmedium, als Repräsentationsmodus und für die sensorische Modalität zu sehen. Wenn wir Medien als Präsentationsmedium verstehen, dann ist vor allem die Art der Präsentationselemente im Vordergrund da. Und wenn wir dann von Medien sprechen, dann wären dafür Beispiele so etwas wie der Computerbildschirm oder ein Projektor, welches dann als Präsentationsmedium verwendet wird. Wenn wir von Medien als Repräsentationsmodus sprechen, dann wird zwischen der Art der Repräsentation differenziert. Also ist das Medium visuell, ist es verbal, ist es piktoral? Also Beispiele dafür wären so etwas wie Bildschirmtexte mit Animationen oder Buchtexte, die auch da weitere Illustrationen auch haben. Dann bezüglich der sensorischen Modalität, da wird dann geschaut, welche Sinnesmodalität im Vordergrund steht, also visuell oder auditiv, um die verschiedenen sensorischen
Kanäle anzusprechen. Und Beispiel dafür ist entweder das Hören oder das Zuhören oder das Anschauen. Dann als Beispiel für diese Perspektive der Medienbetrachtung. Dabei geht es auch vor allem um die Frage, wie der Erfolg vom Lernen von der Art und Weise abhängig ist, wie Lernmedien und Lernumwelten auch gestaltet werden. Und wir werden uns da auch jetzt verschiedene Beispiele anschauen zum multimedialen Lernen, also zum Lernen mit verschiedenen Medien nach diesen unterschiedlichen Medienperspektiven. Multimediales Lernen wird vor allem als Lernen bezeichnet, welches Informationen in verschiedenen Repräsentationsmodi bereitgestellt hat. Und dabei ist es vor allem wichtig aus pädagogisch-psychologischer Sicht, nach welcher Art und Weise die Informationen dargestellt und auch verarbeitet werden. Um quasi damit einzusteigen, machen wir jetzt einen kleinen Breakout-Raum, wo Sie quasi in Ihren Kleingruppen ein Szenario diskutieren, in dem multimediales Lernen nach der Definition und den vorherigen Informationen, die Sie gerade gehört haben, zum Tragen kommt, so circa 5 Minuten. Und dann merken Sie sich auch quasi dieses Beispiel, weil wir werden darauf dann noch im weiteren Verlauf der Sitzung auch noch weiter eingehen. Genau, wir sehen uns dann in circa 5 Minuten wieder. Dann bis gleich. Ich freue mich.
Alright, so, willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie in den Gruppen jetzt auch verschiedene Beispiele über multimediale Einsatzbereiche auch betrachtet haben. Von der Theorie der pädagogischen Psychologie haben wir drei grundlegende theoretische Ansätze, mit denen wir das Lernen mit Medien, mit den digitalen Medien besser verstehen können. Und wir werden jetzt diese drei theoretischen Ansätze jetzt im Weiteren auch noch etwas genauer betrachten. Zum einen die Theorie der kognitiven Belastung, die sogenannte Cognitive Load Theory, die schaut sich an im Arbeitsgedächtnis. Sie wissen ja, das Arbeitsgedächtnis hat nur eine begrenzte Kapazität. Und dass Sie da die Belastung, die das Lernen in der Lernumgebung ist, dass es da verschiedene Belastungen gibt, die dazu führen, welcher Bestandteil vom Arbeitsgedächtnis von der Lernsituation ausgenutzt wird und wie sich das summiert ist. Zum einen mit der Komplexität der Lerninhalte, die quasi die inhaltsbedingte kognitive Belastung hervorrufen. Dann die Expertise und das Vorwissen, was Sie haben, das bezieht sich dann auf die lernrelevante kognitive Belastung und das Design der Lernumgebung hat ebenfalls einen Einfluss darauf, wie die lernrelevante kognitive Belastung ist, quasi über die Lernaktivitäten gesehen, aber auch wie sachfremde Belastungen sind. Und prinzipiell wollen Sie solche sachfremden kognitiven Belastungen auch möglichst reduzieren, weil wenn Sie zu viele Belastungen haben und diese drei Belastungen, die Sie gerade gehört haben, addieren sich quasi auf, dann wollen Sie halt schauen, dass Sie die sachfremde Belastung möglichst gering halten, um wirklich lernrelevante Aktivitäten in Ihrem Arbeitsgedächtnis zu verstärken. Weil wenn die sachfremden Belastungen von der Lernumgebung zu hoch sind, dann kann es auch zu einem sogenannten Cognitive Overload kommen und das ist dann für das Lernen Ergebnis, was Sie danach haben, problematisch. Dann in der Theorie der Informationsverarbeitung. Sie erinnern sich auch da wahrscheinlich an den Beginn des Seminars. Okay, ich lese gerade aus dem Chat hier. Guten Morgen, Herr Fischer. Normalerweise sieht man Ihren Bildschirm mit den Folien geteilt und kann Sie mitlesen. Heute werden Sie nur manchmal eingeblendet, das ist etwas schwierig. Können Sie vielleicht Ihren Bildschirm teilen? Ah, ich dachte, der Bildschirm wäre geteilt. Ich kann mal kurz schauen. Okay, irgendwie ist Zoom nur auf einem der zwei PCs bei mir. Ich starte das nochmal neu und dann, okay, das Internet scheint auf dem einen PC nicht zu funktionieren. Okay, kriegen wir hin. Vielen Dank für den Hinweis. Das Internet schien hier gerade auf dem einen PC nicht funktioniert zu haben, allerdings auf dem anderen ist es halt noch da. Das ist, da haben wir auch Glück. Okay, join the meeting, enter meeting ID. Okay. Wir kriegen das hin, kein Problem. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. So. Aber prinzipiell die Folien sind auch jedes Mal auf Ilias und auch auf Gradecraft hochgeladen. Also ich kann Ihnen auch da quasi empfehlen, die dann auch immer herunterzuladen, weil Sie dann quasi auch selber mit den Folien nach vorne und nach hinten auch klicken können, logischerweise. Aber jetzt haben wir das auch gemacht. Jetzt teilen wir nochmal hier den Bildschirm. Klappt es jetzt? Jetzt müsste es eigentlich wieder alles so sein wie auch normalerweise.
Kurzer Blick in das Chatfenster. Scheint zu klappen. Okay. Super. Vielen, vielen Dank da auch für den Hinweis. Okay. Multimediales Lerntheorie der Informationsverarbeitung. Da werden Sie sich auch wahrscheinlich an eine unserer ersten Vorlesungen zurückerinnern, wo Sie, wie wir uns die verschiedenen Gedächtnismodelle genauer betrachtet haben. Bei dieser kognitiven Theorie der Informationsverarbeitung wird jetzt der Fokus auch darauf gelegt, über welche sensorische Modalität die Informationen aufgenommen werden. Und dieses sensorische Gedächtnis spielt dabei eine große Rolle, weil sie da dieses sensorische Gedächtnis nehmen und es zur Filterung der Informationen auch dient. Das heißt, je nachdem, welches Medium gewählt wird, um die Informationen weiterzugeben und zu verarbeiten, werden die Informationen dann delegiert, um dann in das Arbeitsgedächtnis geleitet zu werden. Und das sensorische Gedächtnis dabei mit der größeren Kapazität, aber danach kommt es auch da darauf an, wie Informationen dann multimedial aufbereitet sind, um dann den Übergang vom sensorischen Gedächtnis über den Delegationsprozess in das Arbeitsgedächtnis zu haben, welches dann wiederum nach dem klassischen Modell, was wir zu Beginn unserer Veranstaltung gesehen haben, dann zum Übergang in das Langzeitgedächtnis dann auch zu sehen ist. Und im dritten Modell, im sogenannten Hamburger Verständlichkeitskonzept, das geht vor allem darauf ein, wie Sie Lehrmaterialien gestalten, damit beispielsweise kein kognitiver Overload auch vorliegt. Dabei Kriterien für eine gute Gestaltung von Lehrmaterialien in Bezug auf Medien ist es, die Lehrmaterialien möglichst einfach zu gestalten, mit einer klaren Ordnung, mit einer klaren Gliederung und Struktur. Lieber eher weniger Informationen bei diesen Medien zu verwenden, dabei die halt auch diese dann aber auch prägnant und präzise zu formulieren und im Idealfall die Lernenden auch affektiv zu stimulieren. Wie können Sie so etwas machen? Zum Beispiel, wenn Sie statische Visualisierungen haben, dann ist es vor allem gut, wenn zwischen dem Bild und dem Text eine enge Verbindung besteht. Und auch prinzipiell, wenn Sie sich verschiedene Lerninhalte transportieren wollen, lieber instruktionale Bilder verwenden als reine dekorative Bilder. Daraufhin anknüpfen ist es ebenfalls so zu sehen, dass Strichzeichnungen, jetzt wie in diesem Beispiel jetzt hier dieses Auto in der Regel lernwirksamer sind als fotorealistische Darstellungen, gerade weil auch da die instruktionalen Komponenten, wenn Sie sich jetzt beispielsweise vorstellen, dass Sie in einem Unternehmen sind, was vielleicht ein Automobilzulieferer ist und Sie wollen da eine Präsentation machen, um Ihre Lehrlinge zu schulen mit den verschiedenen Bauteilen. Damit Sie halt da dann die verschiedenen instruktionalen Dinge sich betrachten, ist es halt besser, wenn es als schematisch gut aufgebaut wird. Prinzipiell, wenn Sie dann auch Ihre Auszubildenden dazu auffordern, die Prozesse vielleicht, wenn Sie irgendwie
wenn sie Dichtungen herstellen als Automobilzulieferer, dass sie dann der Dinge bitten, quasi diese Prozesse und wie die Sachen eingebaut werden, dann auch selbstständig zu zeichnen. Dies ist dann eine in der Regel wirksame Lernstrategie, die sie da auch verwenden können. Prinzipiell, das war das quasi so für statische Visualisierungen. Bei dynamischen Visualisierungen, also so etwas wie Animationen oder wie Videos, so etwas kann dann ebenfalls auch lernförderlich sein, vor allem wenn die Videos auch realistisch sind und wenn die einzelnen Handlungsschritte auch wirklich sehr genau auch erklärt werden. Wieder in unserem Beispiel von einem Automobilzulieferer, wenn quasi anstelle von einer 2D-statischen Visualisierung dann auch räumlich gesehen vielleicht erklärt wird, okay, hey, wie ist dieser Prozess, um diese Dichtungen herzustellen, welche Bauteile wie verwendet werden, wie Maschinen genau verwendet werden. Wenn so etwas schematisch, aber auch räumlich dargestellt wird, dann kann das vor allem auch den Lernenden helfen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich räumlich Sachen auch gut vorzustellen. Prinzipiell sehen Sie da, dass Sie da auch diese Integration vom Text und Bild verstehen in diesen Gedächtnismodellen auch haben, wo sie dann über das sensorische Gedächtnis den Übertrag und die Informationsdelegierung haben, die dann in das Arbeitsgedächtnis übernommen werden. Dabei ist es auch vor allem so zu sehen, dass die verbalen Informationen vor allem über den zu einer proportionalen Repräsentation zu mentalen Modellen auch genommen werden und piktorale Informationen auch quasi zu mentalen Modellen dann auch führen können. Und Sie sehen auch quasi da, wie die verbalen und pictoralen Kanäle sowohl im Übertrag vom sensorischen Gedächtnis zum Arbeitsgedächtnis als auch quasi dann innerhalb des Arbeitsgedächtnisses dann auch verwendet werden, damit sie dann die Repräsentationen von den Eindrücken und von den Wahrnehmungen, die sie mit den Medien hervorgerufen bekommen haben, dann in ihrem Arbeitsgedächtnis haben, sodass sich daraus dann für das Langzeitgedächtnis kognitive Schemata dann auch entwickeln können. Okay, das waren jetzt sehr viele Informationen und ich würde Sie jetzt quasi nun bitten, dass Sie sich an Ihr Beispiel von vorhin zurückerinnern mit dem Einsatz der von Ihrer multimedialen Lernumgebung, von dem Beispiel, und dass Sie das nochmal genauer evaluieren in Bezug auf die unterschiedlichen Lerntheorien, was von Ihrem Beispiel gut umgesetzt wurde, was vielleicht etwas schwieriger war und wie Sie eventuell, wenn Sie in der Lehrsituation wären, das Beispiel, was Sie haben, von dem multimedialen Einsatz verändern würden, um lernwirksamer auch die Prozesse gestalten zu können. Wiederum 5 Minuten, wir bleiben auch in den gleichen Breakout-Räumen und sehen uns dann gleich wieder. Ich freue mich.
Alright, so. Genau, jetzt haben Sie quasi da die Theorie auch nochmal auf Ihr Beispiel auch übertragen. Was wir von der Forschung her sehen, wenn wir uns anschauen, welche Arten der kognitiven Verarbeitung gut ist und wie das verwendet wird, was möglichst lernförderlich ist, dann sehen wir vor allem den sogenannten Multimedia-Effekt, was bedeutet, dass Lernumgebungen möglichst lernwirksam und lernförderlich sind, wenn Wörter mit Bildern verknüpft werden, anstelle von, wenn es rein über Wörter gelernt wird. Und genauso haben wir einen, genauso sehen wir in der empirischen Forschung, dass es ebenfalls einen sogenannten Modalitätseffekt gibt. Also dass, wenn Sie Bilder und gesprochene Wörter haben, dass dies nochmals lernförderlicher ist, als wenn Sie von Bildern und geschriebenen Wörtern lernen. Also in gewisser Weise, da Sie gerade jetzt hier die Vorlesung entweder live oder auf YouTube verfolgen, herzlichen Glückwunsch. Im Sinne des Modalitätseffektes haben Sie einen Lernvorteil im Gegensatz zu Ihren Mitstudierenden, die sich vielleicht nur die Vorlesungsfolien auf Ilias heruntergeladen haben und dann nur anhand der Vorlesungsfolien dann auch lernen. Was auch quasi auch, wenn es wieder in den Präsenzbetrieb dann eben im nächsten Semester übergehen wird wahrscheinlich, dass wir sie auch dann aus lernpsychologischer Sicht auch dazu ermuntern würden, dann auch in die Vorlesung zu gehen, weil sie dann anhand der gesprochenen zusätzlichen Modalität in der Regel größere Lernerfolge dann auch haben, als wenn sie die Materialien jetzt nur im Nachgang nachbearbeiten, ohne diese über diese verschiedenen Kanäle die Informationen auch bekommen zu haben. Weitere Befunde zum Lernen mit digitalen Medien ist es, dass wir auf jeden Fall gesehen haben, dass das Lernen mit digitalen Medien wirklich zentral und auch eine zentrale Aufgabe und auch Herausforderung für das 21. Jahrhundert darstellt, aber dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht Medien einsetzen, nur um Medien einzusetzen, sondern dass es auch wirklich so ist, dass man sich genau überlegen muss, in welchem Lernszenario welche Art der Medien verwendet werden, um auch lernwirksam zu agieren. Also während wir quasi da diese hohe Prioritätenzuschreibung haben, ist es auch da wichtig, dass wir genau schauen, wie wir die Medien einsetzen können, wie wir die digitale Medien einsetzen können, um da Lehr- und Lernprozesse auch besser zu unterstützen. Traurigerweise in Deutschland, das wird sich vielleicht auch nicht verwundern, sind wir leider im internationalen Vergleich im Einsatz von digitalen Medien im Schulunterricht auf einem der hinteren Plätze. Also wir haben sehr viel Potenzial, uns in der Zukunft zu steigern. Und ich hoffe, dass wir auch dieses Potenzial wahrnehmen, um auch die lernförderlichen Aspekte im Einsatz von digitalen Medien auch wirklich positiv zu gestalten. Was wir sehen, ist, dass wir auch verschiedene Befunde haben zur Wirksamkeit von digitalen Medien für Lernprozesse. Aber wir sehen auch, dass es oftmals nicht gelingt, die digitalen Medien so im Unterricht einzusetzen, dass es wirksam ist. Sie werden in Bezug auf Online-Lehre
da verschiedene Beispiele sehen, von wegen, was sind Qualitätskriterien für guten Online-Unterricht und auch noch vieles und auch noch viele weitere Ergebnisse in Bezug auf die Hochschullehre. In gewisser Weise wäre es vielleicht auch für einige von Ihnen gut, wenn Ihre Dozierenden diese Informationen auch vielleicht zu Beginn der Pandemie schon gehabt hätten, um dann auch die Qualität Ihrer Lehrer auch zu erhöhen, logischerweise. Also Potenziale zur Verbesserung dann auch zu verwenden. Prinzipiell ist es auch wichtig, dass wir uns auch dabei wirklich wirklich auch klar machen, dass wir die Medien als kognitive Lernwerkzeuge verwenden können, um Lehr- und Lernziele besser zu unterstützen. Also wenn Sie sich jetzt das Angebotsnutzungsmodell da auch nochmal vor Augen führen, in gewisser Weise wollen Sie eine gute Lernumgebung, ein gutes Lernangebot kreieren, um es für die Lernenden besser zu machen, dieses Angebot dann auch nutzen zu können. Aber jetzt nur, weil Medien verwendet werden, heißt es nicht, dass damit automatisch Lernleistung und Lernerfolg auch verbessert wird. Wo Sie Lernmedien auch vor allem einsetzen können, ist es, um kognitive Prozesse zu unterstützen, als auch motivational und auch affektiv, positiv zu wirken. Und dabei haben Sie auch verschiedene Vorteile von digitalen Medien im Vergleich zu traditionellen Medien. Aber es ist auch dabei wichtig, dass Sie quasi die zusätzlichen Funktionen von digitalen Medien verwenden, um dann auch wirklich lernförderlich zu sein. Also ein Beispiel dafür, wenn Sie sich vorstellen, die Digitalisierung von Schulbüchern. Jetzt hat irgendwie eine Lehrkraft gehört, okay, wow, hier lernen mit digitalen Medien, das will irgendwie jeder, Digitalisierung, toll. Wir wollen, dass jedes Kind iPads kriegt und das Schulbuch wird jetzt auch als digitales Schulbuch gemacht, anstelle davon, dass die Kinder diese großen, schweren Schulbücher herumzusteppen haben, haben sie halt die Schulbücher als E-Book digital und dann wird das Leben sofort viel besser. Das ist natürlich eine Fehlvorstellung, weil es kommt sehr auf die Gestaltung von den Schulbüchern darauf an. Wenn Sie quasi nur das Schulbuch, was Sie auch so als reales Schulbuch halt haben und das 1:1 ins Digitale übertragen, warum sollte das Lernen wirksamer sein? Was sind da Wirkungsmechanismen? Super schwierig. Da würde ich keinen positiven Effekt von auch erwarten, weil es halt das Medium, das ist jetzt ein digitales Werkzeug, ist nicht wirklich auch verwendet. Aber wenn Sie anstelle davon ein digitales Schulbuch haben, vielleicht im Naturwissenschaftsbereich, wo Sie anstelle von, das haben Sie auch vorhin gesehen, anstelle von statischen Diagrammen, wo vielleicht der Stromkreislauf dargestellt wird mit einem statischen Diagramm in einem normalen Schulbuch, wird der Stromkreislauf als Animation, als computerbasierte Simulation dargestellt, sodass Lernende zum einen sich das auch besser räumlich vorstellen können, dass sie da auch wirklich mit dem Stromkreislauf vielleicht einen Widerstand einfügen können, eine Dampfer einfügen können, kleine Experimente machen können. Also wirklich quasi über die klassischen Funktionen heraus noch mehr Informationen kriegen. Super. Dann ist es natürlich wesentlich lernwirksamer. Anderes Beispiel im sprachwissenschaftlichen Bereich hier, Fremdsprachen in der Schule gehabt haben, dann erinnern Sie sich vielleicht da noch an diese Arbeitskräfte, die Sie ausgefüllt haben, um irgendwie Grammatik zu üben, irgendwie Lückentexte, wo Schülerinnen und Schüler halt Wörter einzufügen haben. Wenn Sie das halt 1:1 von so einem realen Übungsbuch in eine digitale Form übertragen, Blödsinn, das brauchen Sie nicht, weil es halt keinen Mehrwert. Aber wenn Sie
dann vielleicht ein adaptives System haben in dem digitalen Schulbuch, was dann genau trackt, was geben Schülerinnen und Schüler in dieses digitale Arbeitsbuch ein, was für Fehler machen sie vielleicht bei den unregelmäßigen Verben im Englisch, dass sie da nicht erkennen, okay, hey, welches Verb ist regelmäßig, welches Verb ist unregelmäßig, und das dann basierend auf den Eingaben der Schüler adaptiv dann Feedback vom digitalen Lehrbuch gegeben wird für die Schülerinnen und Schüler. Super, weil sie dann halt adaptiv und personalisiert Informationen kriegen, um dann besser die eigenen Lernprozesse individualisiert zu unterstützen. Bei so etwas, wunderbar, da haben digitale Medien viele Vorteile, weil sie auch einen Mehrwert bieten im Gegensatz zu den traditionellen Lehrmitteln. Und es ist auch da wirklich sehr wichtig, dass quasi, wenn Sie über digitale Medien reden, dass Sie auf keinen Fall in die Falle laufen, dass Sie probieren wollen, Präsenzerfahrungen oder reale Erfahrungen zu replizieren. Das ist Blödsinn, dann brauchen Sie keine digitalen Medien. Sie müssen immer schauen, wie Sie die Besonderheiten von digitalen Werkzeugen verwenden können, um zusätzliche Benefits für Ihre Lernenden auch darzustellen. Genau, also jetzt habe ich gerade viel geredet, ohne wirklich auf Folien einzugehen, aber Sie sehen quasi jetzt hier nochmal in der Zusammenfassung, was ich auch da vorhin an den verschiedenen Beispielen auch besprochen habe. Also, dass Sie vor allem halt schauen wollen, okay, hey, wie können Sie das Angebot verbessern, die Prozessqualität verbessern, um quasi tiefergehende kognitive Auseinandersetzungen auch zu bekommen. Also in dem Beispiel von diesem feedbackbasierten Arbeitsbuch zum Fremdsprachenerwerb, dass Sie da konstruktiv die Lernenden besser unterstützen können. Sie merken Merkmale der Unterrichtsqualität auf der vorherigen Vorlesung, um dann quasi den Lernertrag dann auch zu steigern. Also es ist wirklich wichtig, dass Sie sich anschauen, okay, hey, wie können Sie die digitalen Medien verwenden, um wirklich weiterführende Informationen zu kriegen und auch da Ihre Lernenden auch besser zu unterstützen. Prinzipiell gibt es da verschiedene Potenziale, die digitale Medien auch haben können. Zum einen ist es, dass sie Vorzüge in Bezug auf die Informationsdarbietung haben, also dass sie multimedial Informationen darstellen können aus verschiedenen Perspektiven, dass sie Feedback integrieren können, also jetzt wieder hier in dem Beispiel von diesem Arbeitsbuch, dass hier auch da quasi individuelles Feedback für jeden Schüler, für jede Schülerin auch haben können, auch in einer adaptiven Form, sodass nicht jede Person, nicht jeder Lernende genau die gleichen Aufgaben bekommt, sondern an die jeweiligen Lernniveaus dann auch angepasst sind. Was dann auch quasi als Vorteil auch zu sehen ist zum Umgang von Informationen. Also wenn Sie als Lehrkraft sich jetzt vorstellen, dass Sie eine digitale Lernumgebung haben, dann können Sie auch die Informationen, die Sie bekommen von all den Schülerinnen und Schülern, dann besser einsetzen, um die Leistungsstände, die Sie haben, zu verwenden, um dann auch den eigenen Unterricht, die eigenen Lernprozesse dann adaptive besser zu konstruieren, um lernförderlichere Angebote für ihre Lernenden dann auch darzustellen. Und sie wollen auch dabei wirklich schauen, okay, wie können sie digitale Medien verwenden, um Kooperation, um Kollaboration zu fördern. Sie haben auch in den vorherigen Vorlesungen auch wirklich gesehen, die soziale Komponente, Lernen als sozialer Prozess, wie sie kooperativ, kollaborativ auch mit der Zone of Proximal Development beispielsweise, wie sie da Lernprozesse auch verstärken können. Das können Sie sich auch jetzt gut vorstellen, wenn Sie vielleicht eine größere Aufgabe haben, eine Gruppenarbeit, haben wir auch
angeschaut, was sind da Merkmale von guten Gruppenarbeiten, wie müssen die gestaltet werden, wenn sie dann beispielsweise als digitales Werkzeug ihren Lernenden erklären, kollaborative Google-Dokumente beispielsweise zu verwenden, wo die Lernenden gemeinsam an einem Dokument schreiben, gemeinsam Konzepte entwickeln, dann auch die Sachen editieren, im gleichen Dokument iterativ darüber sprechen, Kommentare machen, eine Person schreibt einen Kommentar, eine andere Person beantwortet ihn, die dritte Person gibt noch weitere Kommentare auf den Ursprungskommentar, wunderbar. Das ist genau das, was wir wollen, um quasi die Kooperation von den Lernenden und auch quasi diese positiven kognitiven Konflikte eventuell darin auszulösen, um auch wirklich kognitive Aktivierung dann auch unterstützend gesehen von diesen digitalen Potenzialen her dann auch verwenden. Also Sie sehen wirklich, dass Sie da auch wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, digitale Werkzeuge gut und auch vernünftig einzusetzen, um dann wirklich auch lernwirksamere Prozesse zu fördern. Also ein Beispiel, Multimedialität und kognitive Aktivierung, dass Sie sich da quasi anschauen, okay, wie können Sie verschiedene Medien verwenden, um quasi mit der Kombination von Text und Bild oder von gesprochenem Text und Bildern, wie können Sie so etwas verwenden, kognitive Aktivierung auch vor allem hervorzurufen. Und da sehen Sie wieder lieber multimediale Inhalte zu präsentieren, um quasi da Lerninhalte dann auch zu fördern. Also auch jetzt hier im Vergleich Vorlesung versus nur aus einem Buch zu lernen, beispielsweise. Dann als ein Beispiel zur Adaptierbarkeit von Informationen, das ist vor allem auch in Bezug auf so etwas wie computerbasierte Umgebungen, wo Sie auch Experimente selber machen können. Sie sehen jetzt hier in dem Beispiel so ein Fettexperiment, das ist so im Naturwissenschaftsbereich sehr groß, wo Sie wirklich auch verschiedene Einflussfaktoren halt selber hin und her ziehen können. Sie können jetzt hier, das ist jetzt etwas über verschiedene Kräfte, Energie im Physikbereich, und da können Sie quasi verschiedene Experimente machen, die Sie dann adaptieren können, um dann sich Hypothesen aufzustellen und diese dann auch mit der Simulation zu überprüfen. Also auch quasi sehr, sehr wichtig da als Merkmal, dass wenn Lernumgebungen interaktiv sind, dass Sie da im Regelfall höhere Lernerfolge haben. Dann Lernkontrolle, dass Sie da auch sich anschauen können, okay, wenn Sie Hypothesen aufstellen, dass man auch so etwas dann überprüfen kann, aber auch, dass Sie sich anschauen wollen, okay, wie werden Lerninhalte verwendet, was wird alles genommen. Aber es ist dabei auch vor allem wichtig, dass Sie, wenn Sie solche Simulationen oder solche adaptierbaren Umgebungen in Ihre Lerngelegenheiten einbauen, dass Sie schauen, okay, was für Vorwissen haben meine Lernenden, wie, mit welchem Niveau, mit welchen Hilfestellungen biete ich so etwas an, um dann auch wirklich passend auf das Niveau, auf das Lernniveau ihrer Lernenden dann diese Informationen hereingeben. Und da müssen Sie sich halt auch wirklich anschauen, okay, was für Hilfestellungen wollen Sie? Vielleicht auch ist das auch so etwas mit einem sogenannten Scaffolding, dass Sie vielleicht zuerst mehr Hilfestellungen geben und dann im Verlauf des Semesters weniger Hilfestellungen. Es gibt da wirklich auch vielerlei Beispiele, wie Sie dann quasi solche digitalen Lernumgebungen verwenden können und möglichst wirksam auch gestalten können. Prinzipiell, wenn Sie über
digitale Lernumgebungen auch mehr lernen wollen. Wir bieten auch eine Veranstaltung zur Vertiefung der pädagogischen Psychologie an. Die wird im nächsten Semester, ich unterrichte die, die ist auch, glaube ich, schon auf Alma. Also kann ich Ihnen quasi da nur empfehlen, wenn Sie auch da, da noch mehr zu lernen wollen, quasi auch wie man digitale Lernumgebung auch möglichst effektiv einsetzt. Also ich glaube, die Veranstaltung ist auch, ist vor allem für den empirische Bildungsforschung und pädagogische Psychologie Bachelorstudiengang. Ich glaube, dass sie sogar verpflichten, aber ich weiß nie so genau, welcher Studiengang welche Veranstaltungen als required voraussetzt. Aber im Regelfall, wenn Sie daran interessiert sind und sowas noch mehr machen wollen, ja, dann schreiben Sie mir oder probieren Sie sich da anzumelden. Also das ist, kriegen wir normalerweise auch immer gut geregelt. Also wirklich spannend. Wir haben da auch wirklich in den vergangenen Semestern auch quasi wirklich auch, oh, ich will auch da nicht zu viel verraten, aber wenn Sie quasi wissen wollen, worum es da genau geht, Sie können auf meiner Website, da habe ich auch immer quasi die Überblickspläne über alle meine Veranstaltungen, die ich unterrichtet habe, und dann gehen Sie einfach da drauf, da können Sie sich quasi anschauen als Sneak Preview in gewisser Weise, was da die Leute auch dann erwartet. Okay, dann ein anderes Beispiel zur Kollaboration von sozialen Lernkontexten, also wie Sie da wir haben da auch vorhin schon ein Beispiel gehört, aber quasi um diese kognitiven Konflikte, die Sie da haben, dann auch verwenden können, um dann kognitive Lernprozesse dann auch zu unterstützen. Was da auch noch ein großer Vorteil auch ist, wenn man dabei auch digitale Medien verwendet, die Inhalte sind in der Regel über wesentlich längere Zeit auch verfügbar im Vergleich zu, wenn Sie sich jetzt nur eine Gruppendiskussion in einem realen Raum anschauen. Wenn Sie da kein Mikrofon haben, wo Sie quasi die Unterhaltungen quasi aufzeichnen, sind die Unterhaltungen verloren. Wenn Sie diese Unterhaltungen aber in einem Dokument machen, können Sie da auch einen wesentlich längeren Zeitraum darauf auch noch zurückgreifen, um vielleicht auch um Gedanken oder Argumentationsstränge dann auch noch besser auch nachvollziehen zu können. Und auch genauso, wenn Sie sich dann überlegen für Forschungszwecke, wunderbar. Sowas ist dann ebenfalls auch sehr hilfreich, weil Sie da auch quasi wesentlich weniger invasiv dann diese Kommunikations- und Kollaborationsprozesse dann genauer nachvollziehen können, um dann so etwas auch dann zu analysieren. Genau, also Sie sehen wirklich quasi, dass es da auch wirklich eine Vielzahl von Potenzialen gibt, um Lernmedien auch wirksam einzusetzen, um quasi ein besseres Lernangebot für Lernende zu schaffen, damit dann ein Mehrwert dann auch geschehen kann, um lernförderliche Inhalte zu haben, dass sie die Lernleistung erhöhen. Wenn wir über digitale Medien reden, ist es natürlich auch wichtig und umso wichtiger in der heutigen Zeit, dass wir über Fake News, über die Erkennung von Fake News, über Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Medien reden und auch ihnen zeigen, was sie machen können, um quasi Fake News beispielsweise besser zu erkennen oder auch damit sie sich besser auskennen, wie sie das Internet und quasi internetbasierte Quellen verwenden. Und da habe ich Ihnen jetzt ein Beispiel zu mitgebracht, weil also prinzipiell in dieser Vorlesung gibt es wirklich sehr, sehr viele wichtige Sachen, die Ihnen etwas für Ihr Leben bringen und die Sie auch für Ihr Leben verwenden können. Aber ich würde sagen, das, was Sie jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten hören, ist mit das
Wichtigste, weil Digital Literacy ist wirklich essentiell in der heutigen Zeit und es wird auch noch immer stärker. Und Sie sehen das ja auch irgendwie in sämtlichen Wahlkämpfen in Amerika, wenn Parteien ihren ganzen Wahlkampf quasi auf Fake News basieren. Schwierig. Da ist es natürlich umso wichtiger zu schauen, wie können sie vorgehen, um quasi so etwas zu erkennen und auch um da entgegen zu agieren. Also ich habe Ihnen jetzt als Beispiel hier etwas mitgebracht, und zwar ein Bild. Sie erinnern sich auch noch vielleicht hier an das Fukushima, an diesen nuklearen Katastrophenfall. Und Sie sehen jetzt hier so, da hat eine Person ein Bild hochgeladen über Fukushima Nuclear Flowers. Und mit dieser Bildunterschrift. Und Sie müssen jetzt quasi entscheiden, okay, hey, dieses Bild, was Sie jetzt da quasi als Information sehen, welche Belege haben Sie jetzt hier, dass diese Artikel korrekt ist oder inkorrekt, was sagt das aus, also welche Belege dieser Artikel hier, also dieses Bild mit dem Text liefert für diese Kernkatastrophe. Genau, wieder in Breakout-Gruppen 5 Minuten. Wie gesagt, Sie können sich das Bild nochmal genauer anschauen und dann quasi in der Gruppe das diskutieren. Ich mache auch mal neue Breakout-Räume. Dann sind Sie da mit anderen Personen auch zusammen. Okay, los geht's.
sehr schön. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie quasi jetzt darüber geredet haben, um sich quasi da jetzt anzuschauen, okay, inwieweit kann die Information korrekt sein, inwieweit kann die Information in dich korrekt sein. Prinzipiell ist es wirklich so, dass Sie da häufig auch im Internet schöne Webseiten sehen, tolle Versprechungen, gut gemachte Videos, aber so etwas kann auch wirklich täuschend sein und quasi auch nicht der Wahrheit auch entsprechen. Und jetzt ist es auch nicht unbedingt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn in Facebook-Gruppen beispielsweise Informationen oder in News-Artikel geteilt werden. Sie sehen häufig, im Internet werden sehr schnell sehr viele Informationen verteilt, die nicht wirklich auf die Glaubwürdigkeit und die Wahrheit überprüft werden. Von daher ist es wirklich wichtig, dass Sie als Konsumentin, als Konsument von Informationen wirklich für sich selber auch hinterfragen müssen. Okay, wie glaubwürdig sind diese Informationen? Wie fachlich korrekt sind diese Quellen? Was dabei eine der entscheidendsten Techniken ist, wo Sie die Glaubwürdigkeit und auch die Korrektheit von Informationen überprüfen können, das ist das sogenannte Lateral Reading. Das heißt, anstelle davon, dass Sie eine Quelle, die Sie auf den Wahrheitsgrad überprüfen wollen, nur die Quelle betrachten, um zu schauen, okay, hey, das Bild jetzt gerade wurde auf einer Image-Sharing-Plattform hochgeladen. Okay, die Person, die das hochgeladen ist, wer ist das? Oder was für Text ist das, dass sie quasi nicht nur die Informationen betrachten, die quasi in der Ursprungsquelle, deren Glaubwürdigkeit sie evaluieren wollen, betrachten, sondern dass sie dann auch Begriffe von der Quelle in Suchmaschinen eingeben, um zu schauen, okay, wer ist das? Wofür steht das? Hat die Person eine Affiliation? Was für eine Affiliation hat sie? Ist die Person ein Wissenschaftler? Ist die Person ein Wissenschaftler an einer reputablen Universität oder an irgendeiner komischen, obskuren Privatuniversität, von die merkwürdige Finanzierungsstrukturen besitzt? Oder gibt es noch andere Quellen, die vertrauenswürdig sind, die gleiche Belege dafür liefern? Und auch wirklich quasi, dass sie viele weitere Informationen sich nehmen und suchen, um sich drei Fragen quasi zu beantworten. Also zum einen, wer steckt hinter den Informationen? Also was sind die Urheber? Was sind da die Ziele, Motive, die Person haben, um diese Informationen herauszusetzen? Dann zweitens, was sind die Beweise, was ist die Evidenz in gewisser Weise von der Message, von der Botschaft, die transportiert wird? Und drittens, was sagen andere Quellen dazu? Und wenn Sie quasi nach diesen drei Fragen wirklich vorgehen, das kann Ihnen sehr viel helfen, um quasi die Reliabilität der Informationen dann auch zu überprüfen. Also bei wer steckt hinter den Informationen, zu schauen, okay, ist es wissenschaftlich, wie bekannt sind die Leute? Sie hören jetzt auch vielleicht im Rahmen der Corona-Pandemie, dass irgendwie manche Ärzte meinen, dass Impfungen nicht wirksam seien. Wenn Sie da aber untersuchen, okay, was ist das für eine Person? Die hat vielleicht irgendwann mal promoviert in irgendeinem Bereich, aber nicht in der Virologie, sondern irgendwo in irgendwas Komisches, ist komplett unbekannt und vertritt eine Meinung, die von den grundlegenden wissenschaftlichen Personen, die jahrzehntelang zu dem Thema geforscht haben, nicht abgebildet wird, schwierig. Dann ist die Person nicht so glaubwürdig. Und es gibt auch dabei jetzt nicht, dass Informationen gleichmäßig und fair präsentiert werden, dass es immer eine ausgewogene Berichterstattung geben muss. Völliger Blödsinn. Weil Fakten und Realität etwas anderes ist als Fiktion. Das ist wirklich
wichtig, dass sie sich halt da quasi anschauen, was sind glaubwürdige Personen, wer steckt hinter den Informationen, was sind da Informat was sind da quasi was ist da die Reputation der Person? Dann wissenschaftliche Evidenz, Beweise, gibt es zu den Aussagen Studien, wurden die Studien auch nach den Qualitätskriterien von Studien durchgeführt. Sie haben in unserem kurzen Statistikblock vor einigen Wochen auch quasi Gütekriterien für Testverfahren gelernt. Wurden diese Kriterien erfüllt? Wie wurden die Studien veröffentlicht? Hat eine Person nun einfach nur irgendeine Studie gemacht und die dann veröffentlicht? Oder haben andere Wissenschaftler in dem sogenannten Peer-Review-Verfahren diese Studien begutachtet, die dann in einem wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht wurden? Wichtig dabei, es gibt solche und solche wissenschaftliche Journals. Es gibt sogenannte Predatory Publishers, die publizieren allen Scheiß. Oder es gibt sehr angesehene Journale. So etwas sehen Sie vor allem Journale, die einen hohen sogenannten Impact Factor haben, also quasi die Anzahl von Zitationen, die ein Artikel in diesem Journal über eine gewisse Zeit lang bekommt. Je höher der Impact Faktor von einem Journal, desto reputabler ist das Journal und desto mehr können Sie davon ausgehen, dass die Studien, die Evidenz, die in solchen Journalen publiziert wird, dann auch fachlich korrekt ist. Also ich will Ihnen auch da quasi dann auch immer sehr stark empfehlen, wirklich auch zu überprüfen, okay, ist die Theorie wissenschaftlich fundiert? Sind die Informationen wissenschaftlich fundiert? Was sind die Wirkungsmechanismen, die auch da dem zugrunde liegen? Und dann quasi, wenn Sie im dritten sich quasi andere Quellen anschauen, auch sehr wichtig, Click-Restraints haben. Sie wollen jetzt nicht auch beliebig auf jeden Link draufklicken, weil dann können Sie eventuell sich Viren oder Trojaner oder andere Probleme holen. Aber dass Sie quasi die Suchmaschinenergebnisse auch wirklich dann zu den Theorien, zu Schlagwörtern, dann auch genau scannen, um dann zu schauen, okay, was sind reputablere Quellen und wo können Sie noch weitere Informationen auch bekommen. Wichtig dabei, dass Sie auch da verschiedene Plattformen dann auch dazu verwenden, um dann diese Informationen dann zu bekommen. Okay, zu unserem Beispiel jetzt würde ich Sie jetzt nun bitten, dass Sie quasi da diese Literal Reading Skills anhand der drei Fragen, die Sie da gerade haben, jetzt anwenden, um quasi nochmal den Artikel über dieses Fukushima, diese Pflanzen zu nehmen, um da die Glaubwürdigkeit dann auch nochmal zu überprüfen, in den gleichen Gruppen wieder. Und in circa 5 Minuten sehen wir uns wieder.
Alright. So, ich freue mich, dass Sie jetzt quasi an diesem Beispiel jetzt exemplarisch auch erlernt haben, in gewisser Weise, wie man Fake News besser untersuchen kann und auch evaluieren kann. Was sind korrekte Informationen? Wie kann ich entscheiden, welche Informationen korrekt sind? Wie gehe ich vor? Und wie macht man das? Prinzipiell können Sie das, was Sie jetzt hier gelernt haben, auch wirklich übertragen auf viele andere Kontexte, sei es jetzt Klimawandel, sei es Corona, sei es Impfungen und auch viele, viele andere Bereiche, wo Sie so etwas sich anschauen können oder auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder wenn Sie irgendwelche Nachrichten auf Telegram oder WhatsApp weitergeleitet bekommen, können Sie quasi diese drei Fragen sich immer nehmen, um dann zu schauen, okay, hey, wie sieht es mit dem Wahrheitsgehalt der Informationen auch aus? Wenn Sie darüber mehr wissen wollen und auch mehr darüber lernen wollen, einer der führenden Forscher in dem Bereich, Sam Weinberg, hat auch verschiedene Projekte genau zu dem Thema durchgeführt. Sie finden quasi hier auf dieser Website, die Sie da sehen, weitere Informationen dazu und auch quasi einen Podcast und einen Artikel, wo Sie auch noch mehr Informationen und auch Strategien auch darüber bekommen können. Und für Lehrkräfte gibt es auch quasi ein sogenanntes Civic Online Reasoning Curriculum, wo Sie da auch quasi das einsetzen können, um quasi mit Lernenden das dann auch durchzuführen, um auch wirklich Qualität von Online-Informationen dann auch besser beurteilen zu können. Alright, genau. So viel zu digitalen Technologien und verschiedenen Lerntheorien, Lernmodellen zum Einsatz von Medien. In der nächsten Woche schauen wir uns dann vor allem die Online-Lehre an. Was sind da Befunde zur Online-Lehre? Was ist effektive Online-Lehre? Was sind da Merkmale für gute Online-Lehre? Genau, und da freue ich mich. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder.